Vor der Thomas-Cook-Zentrale Paul Willmann in Oberursel. Guten Morgen dorthin. Wir haben es gerade im Beitrag schon angedeutet, gehört, es gibt so eine Art Notfallplan für die gestrandeten deutschen Touristen. Das heißt konkret was? Ja, das heißt, dass man jetzt irgendwie versuchen muss, sie nach Hause zu bekommen. Aber dafür müsste man erst mal wissen, wie viele es denn tatsächlich auch sind. Und unser Eindruck ist, dass man hier gerade auch in der Zentrale auch noch etwas geschockt ist, sich noch etwas schütteln muss, wie man das Ganze dann auch abarbeiten muss. Denn es ist auch noch gar nicht genau bekannt, wie viele Urlauber sind denn jetzt gerade unterwegs, auf dem Weg oder vielleicht auch in den Urlaubsgebieten. Da gibt es gar keine wirklich stichfeste Zahl. Damit würde es erst einmal anfangen, um die Lage überblicken zu können. Man versucht jetzt offenbar, das Ganze so abzubauen, wie das üblich ist in solchen Fällen, so wie man das auch bei anderen Fluggesellschaftsinsolvenzen immer wieder gesehen hat, dass man eben die Flüge anderer Airlines nutzt. Man kann sich allerdings vorstellen, dass natürlich jetzt das auch zu Engpässen führen wird, gerade natürlich in beliebten Urlaubszielen. Wir denken beispielsweise an Mallorca und Ähnliches. Also dass es hier völlig reibungslos ablaufen wird, daran glaubt eigentlich hier auch keiner. Paul, nun gibt es viele, die über Thomas Cook für die nächsten Wochen und Monate gebucht haben. Was passiert denn damit? Also letztendlich kann man sagen, dass auch wieder da der Blick in die Vergangenheit hilft. Wie ist das bei anderen Insolvenzen gelaufen? Die Erfahrung zeigt, dass zumindest dann die Rückerstattung kulant gelaufen ist. Man kann das jetzt nicht eins zu eins übertragen auf diesen Fall. Was man auch noch weiß, ist aus der Touristikbranche, dass gerade wenn es um Thomas Cook geht, dass es sich um viele Pauschalreisende handelt, die dann meistens auch über Reisebüros hier die Reise dann gebucht haben. Da ist immer ein gewisser Versicherungsschutz auch da, eben auch über das Reisebüro normalerweise. Aber das trifft natürlich nicht auf alle zu. Auch da völlig fraglich, wie hoch der Prozentsatz dessen ist. Und natürlich auch klar, dass das wahrscheinlich auch Auswirkungen außerhalb von Thomas Cook haben könnte. Das bedeutet, dass auch eben die Tochtergesellschaft Condor, die deutsche Condor, dort betroffen sein wird. Aktuell sagt man noch seitens der Condor, man könnte es den Flugbetrieb ganz normal weiterlaufen lassen. Trotzdem gibt es auch jetzt schon wieder Warnungen aus der Touristikbranche, dass man von weiteren Buchungen in diesem Bereich zumindest einmal absehen sollte und dass es natürlich auch Auswirkungen auf die Tochter haben könnte, wenn es eben hier dem Mutterkonzern aus Großbritannien sehr, sehr schlecht geht. Für den Moment danke, Paul.